Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Es geht wieder weiter, Leute, wir warten aktuell auf Anju, da kommt sie auch schon. Denn wir haben ein Treffen mit ihr vereinbart, die kommt dann schon spät dafür, dass er 11.30 Uhr, glaube ich, gesagt hat. So, wir setzen mal die Maske auf und wir kriegen jetzt erstmal einen Brief, glaube ich, von ihr, normalerweise. Und was denn soll man zur Post tun? Wir kriegen aber ein Skulti-Symbol. Alles klar. Okay, sollen wir am Morgen in den Briefkasten tun? Die Frage ist, wir haben den Brief ja jetzt nicht. Das heißt, wir können da nichts triggern. Heißt, wir können ihr jetzt auch nicht Bescheid sagen, dass wir den Brief reingetan haben. Theoretisch, richtig? Heißt, wir müssen diesen Brief wahrscheinlich irgendwann auch erstmal physisch bekommen, damit wir da weitermachen können. Naja. Okay. Sei es mal so. Wir haben auf jeden Fall noch einen Termin mit, hier heißt sie ja nicht Marlon, glaube ich. Wie heißt sie hier? Naja. Dem Mädchen auf der Lon-Lon Farm. Übrigens ist auch auf der Lon-Lon Farm dieses Labyrinth, was man theoretisch mit dem Gron machen muss, damit man ein Item bekommt. Also werden wir das nachträglich auch noch tun. Und ihr hattet gesagt, ich soll es doch auch mal mit den anderen vier Typen noch machen. Vielleicht bekommt man da wohl auch noch ein Item. Wer weiß. Mal gucken. Ja, aber ich denke, es ist auf jeden Fall erstmal ein guter Ansatz, wenn wir jetzt erstmal die Aliens vernichten. Und ja, danach haben wir die Quest mit Cremia theoretisch noch. Wir müssen zu dem Liebling-Minispiel. Das müssen wir auch noch machen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun in Majora's Mask. Außerdem haben wir für die Gerudo Trainings Ground Arena einen Schlüssel bekommen. Da sollten wir auf jeden Fall auch nochmal reingehen, denn das ist auf jeden Fall auch eine Schatzkiste gewesen mit einem Special Item. So viel dazu. So. 2.30 Uhr. Da kommen sie. You ready? Die redet gar nicht mit uns. Du bist ein Penner. Oh doch, ich kann mit ihr reden. Watch your map. Wollen wir das in einem schnellen Modus machen? Oder machen wir es im langsamen Modus? Wir machen es im schnellen Modus, oder? Okay. 2.30 Uhr soll es losgehen. Oder geht es 3 Uhr erst los? Nein, es geht jetzt los. Okay, wir müssen Zombies abwehren. Sie dürfen nicht den Stall... Aliens abwehren. Sie dürfen nicht den Stall erwischen. Auf der Karte sehen wir so schöne weiße Punkte. Nice Musik, by the way. Der Hund hilft uns da auch immer ein bisschen. Denn alle Zombies, die zu nahe kommen, brüllt er quasi an. Wir müssen einfach nur ein bisschen darauf achten, dass hier keiner zu nahe kommt. Ich glaube bis 5 Uhr oder so. So. Wenn es uns zu krass wird, können wir ja immer noch langsam machen, theoretisch. Aber eigentlich geht's. Okay. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Du bist auch schon wieder zu nah. Genauso wie du. Wir haben zum Glück ja schon den größeren Köcher. Das sollte es etwas leichter machen. Ja, wie gesagt, man kann es auch im Langsam-Modus spielen. Dann hat man ein bisschen mehr Ruhe. Es dauert aber auch länger. Das heißt, man muss Pfeile einsammeln. Sollte man vielleicht dazu sagen. Aber da geht auch schon die Sonne auf. Guckt mal. Das heißt, wir haben es gleich geschafft. Ich würde sagen, den da hinten machen wir nochmal weg. Und auf jeden Fall den hier.
Genauso wie den da. Und den da. Und jetzt sollte man es eigentlich geschafft haben. Denke ich. Auch cool, wie die Musik nochmal schneller geworden ist. War eine gute Musik. Ich habe aber nicht drauf geachtet, was das war. Schreibt mir mal in die Kommentare, was das für Musik war, falls ihr das kennt. Schön, wir haben es geschafft. Was bekommt man eigentlich von ihr? Ein Herzteil? Eine Flasche? Oder ein Rubin? Scheiße. Okay, sobald es jetzt Tag wird, der zweite Tag beginnt, triggert das ja, glaube ich, dass die... Hätte ich das vorher machen müssen? Hätte ich das vorher mit der ausmachen müssen? Mit der Schwester? Nee, eigentlich nicht, gell? Das ist erst abends eigentlich. Wir warten mal kurz auf den zweiten Tag. Wir gucken mal, was passiert. Wir haben es ja gleich soweit. Und danach mache ich, glaube ich, auch die Zeit erstmal wieder langsam. Wir gucken jetzt mal kurz. Metal Gear Solid. Jawohl. Okay, das wäre geschafft. Ach so. Die Frage ist jetzt... Ah, warte mal. Wo sitzt denn die jetzt eigentlich? Die Schwester. Hier ist die jetzt nicht drin. Müssen wir da jetzt nicht irgendwie Bescheid sagen, dass die... Ne? Und irgendwo hat man ja diesen Stall schon mal. Aber wo war denn der? War der in der Stadt? Und müssen wir in den Stall rein und müssen das der sagen? I'm not sure. Ich mache erstmal die Zeit wieder langsam. Und dann würde ich das Rennen hier erstmal oder das Labyrinth als Krone machen. Denn dafür bekommt man auf jeden Fall ein random Item. Ja, weil das mit Gremia würde ich schon gerne noch abschließen. Das wäre schon cool. So, kostet aber viel Geld. Ah ne, 20 Rubine, oder? Jo, einfach mal reinflashen. Mal gucken, was bei rumkommt. Lol. Das war eine gute Runde. Und wir bekommen eine Fee aus Ocarina of Time. Ich glaube, das war halt auch schon der Hauptgewinn. Wir probieren es jetzt nochmal kurz als Mensch aus. ...20 Rubine. Ich glaube, es ist nur als Gerode, dass man da ein Herzteil bekommt. Richtig? Also, schreibt mir das gerne, wenn ich mich irre. Aber ich glaube, als Gerode muss man das normalerweise schaffen. Okay, hier ist ja gar nichts mehr los. Alter, ich bin mal komplett gefangen. Ja klar, war ja klar, dass das nicht der richtige Weg ist. Oh shit, ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ne, das wird nichts. Oder? Ne. Okay, keine Ahnung, wie da jetzt der Weg war. Ich glaube, es ist sowieso jedes Mal random, richtig? Wir versuchen es auf jeden Fall nochmal. Und gucken mal, ne, jetzt ist es an einer anderen Stelle. So, einfach mal rein raisen. Ne, jetzt sind wir schon wieder komplett falsch. Wow, wie du einfach komplett in die Irre geführt wirst. Ja. Jetzt mal komplett in die falsche Richtung gelotst. Gott.
Okay, wir haben's. Ist es jetzt auch ein random Item oder ist es Geld? Okay, dann bekommen wir nichts weiter. Dann ist wirklich nur als Krone, theoretisch. Dann haben wir hier auch nichts weiter zu suchen. Ciao. Ciao, Bella. Ja, ich weiß nicht. Ich müsste theoretisch jetzt einmal zu Cremia irgendwo. Die haben wir ja auch schon mal gefunden gehabt. Was hat man jetzt hier noch drin in den beiden Gebäuden? Ich gehe nochmal kurz gucken. Weil wenn ich das hier abgeschlossen habe und Cremia abgeschlossen habe, dann muss ich theoretisch... Ah. Ne, das bringt mir noch nichts. Da muss ich später hin, wenn ich Lied der Befreiung habe. Was war hier? Eine andere Feenquelle. Okay, bringt mir alles noch nichts. Theoretisch, ich gucke mal ganz kurz, wo dieser komische Dingens ist, ja? Wo der Stall ist. Weil ich glaube, ich muss jetzt in den Stall gehen und muss Cremia finden. Und muss der quasi sagen, hey, ich möchte mit dir heute Abend um 18 Uhr wegfahren. Ich glaube, das müssen wir machen. Bis gleich, Leute. Okay, Leute, ich habe mal kurz nachgeschaut. Also wie es scheint, müssen wir nicht unbedingt mit Cremia nochmal vorher reden. Es reicht eigentlich, wenn wir 18 Uhr wieder hier sind. Das sollte dann passen soweit. Ach ja, I wish you a very Christmas. Ich glaube, hier könnte man Tingle runterschießen und könnte sich einen größeren Köcher kaufen. An sich eine feine Sache. Die Frage ist, wie viel kostet der? Wir gucken mal ganz kurz. La 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 la. Okay, komm. Was kostet's? Nee. Okay, ist ausverkauft. Ich glaube, entweder habe ich schon gekauft oder... Naja, egal. Okay, dann war das schon mal nix. Wir gehen mal ganz kurz in die Stadt zu den Lieblingen. Denn da müsste es ja auch noch ein paar random Items geben. Und man müsste das an jedem Tag einmal machen. Ne, das haben wir jetzt am ersten Tag schon gemacht. Deswegen, wir machen es jetzt auch noch am zweiten. Und natürlich dann noch am dritten. Außerdem werde ich mir, glaube ich, nochmal ein Bombenfass kaufen gehen dann. Wir haben ja jetzt ein bisschen Zeit, ne, bis 18 Uhr. Theoretisch kann man da gut was schaffen. Und wir haben die Zeit verlangsamt. Also, da ist dick was zu holen, Leute. Ich hoffe ja, dass wir irgendwo mal ein schönes, besonderes Item bekommen. In dieser ganzen Questreihe, die wir jetzt gerade hier starten. Hier war's drin. Okay, ich bin gespannt. Heute haben wir Bomben. Ja. Als Corona vielleicht nicht so. Okay. Basketbombs. Ah, der Preis ist auch erschwinglich, ne? Das ist, nett. Ich habe mir jetzt auch nochmal einen schönen Kaffee geholt. Gucke mal. Zack. Nein. Jo. Das ist, glaube ich, das Schlimmste an dem Minispiel, dass man aufpassen muss, dass man nicht reinspringt. Gleich nochmal. Los, komm schon. Schneller. Ba, 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 ba. Aber hatte man für das andere Spiel auch eine Minute Zeit oder hat man hier mehr Zeit? Shit. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. Die letzte Runde ist halt die leichteste. Meiner Meinung nach, weil... geil. Da muss man ja nur mit dem Bogen schießen und das ist echt leicht. So, das ist auch leicht. Ich finde Krabbelminen, glaube ich, ist das Schwerste. In my opinion. Okay, perfekt. Was kriegen wir denn jetzt? Kriegen wir was Neues? 50 Rubine? Das haben wir letztes Mal bekommen. Aber ich glaube, das krasseste Item kriegt man erst, nachdem wir alle drei Tage gewonnen haben. Okay, wir sind hier bei 530 Rubinen. Sehr schön. Das hätten wir. Und ich würde sagen...
Wir gehen jetzt einmal an den Strand, kaufen uns ein Bombenfass und gucken mal, wo wir oben bei den Schneebergen rauskommen, wenn wir da durchgehen. Ja, weil es ist ja nicht die Rennbahn. Das wissen wir mittlerweile. Bam, 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 bam. Deswegen, ich bin ganz gespannt, was wir da entdecken werden. So, warte mal. Hier komme ich doch auch runtergeritten, ne? Das geht doch. Jo. Okay, schön. Ja, die Gerudo-Festung. Das könnte man halt auch mal anstarten. Das wäre, glaube ich, auch so ein Thema. Das würde ich dann demnächst irgendwann mal angehen. Weil das ist, glaube ich... Ja, da kann man schon ein bisschen was holen, schätze ich. So, aber jetzt gehen wir erstmal kurz in den Shop rein. Bam, 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 bam. Und kaufen uns ein schönes Bombenfass. Hier gibt es auch noch 50 Rubine. Können wir mal gucken, wie viel die kosten, die 50 Rubine. Powder Gag. Zack. Beautiful. Allgemein Geld farmen müssten wir theoretisch auch mal. So, wie viel kosten die? 110 für Ocarina of Time, ja, brauchen wir nicht. Ansonsten alles teuer hier. Okay, Leute, das läuft doch gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich sagen, gehen wir da nochmal ran an Speck mit dem Powder Gag. Haha, reimt sich sogar. Und, ja, sprengen da mal eben die Wand weg und gucken mal, wo wir hinkommen. Bin da echt gespannt, welche Ortschaft wir als nächstes entdecken. So, einmal rüber hier. Und dann einmal zu den Bergen, bitte. Ich glaube, andersrum wäre besser gewesen. Ja, ich glaube, andersrum wäre besser gewesen. Egal. Ja, dann müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass wir... Ba, 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 ba. Müssen wir uns merken, dass wir zu Cremia gehen um 18 Uhr. Und ich hoffe, das passt dann soweit auch alles. Was wir auch noch machen können, ist halt die Quest mit den Steinen, denen wir das Wiegenlied vorspielen müssen. Nicht das Wiegenlied, das Schlummerlied, das Schlaflied. So. Ansonsten. Eine heiße Quelle wäre halt auch mal nice. Ich bin ja aktuell immer noch so, ich warte so ein bisschen auf die. Gerade so ein bisschen Frame-Einbrüche. Ich warte gerade auf die Feuerpfeile, ganz ehrlich. Was auch geil wäre, wenn wir Dins Feuer-Inferno hier drin hätten. Das fände ich auch mega. Stellt euch das mal vor, wir hätten hier Dins Feuer-Inferno. Aber gut, dafür bräuchten wir auch erstmal wieder Magie. Boah, ich habe gerade voll Frame-Einbrüche. Was ist denn los? Alter, was? Hä? Übelst Frame-Einbrüche. Merkt ihr bestimmt auch gerade, oder? Warum? Irgendwelche Einstellungen hochgesetzt, die nicht passen? So, ich weiß nicht, ob der mit dem Schnee nicht so richtig klarkommt. Alter. Heißt schon gerade ein bisschen frame-einbrüchig. Das muss ich dann nach der Folge gleich mal kontrollieren, was da los ist. Okay, wo ist denn der Powder Gag? Da. So, aber jetzt guck mal erstmal, was wir hier drinnen Schönes finden. Hilfe! Bin gespannt. Ganze Zeit ging's. Jetzt mit dem Schnee irgendwie kommt da, glaube ich, nicht klar. Ah, okay, hier ist auch nochmal eine Feenquelle. Nützt mir halt nicht viel.
Grüne Feen. Warte mal, ich guck mal ganz kurz, für welches Level das ist. Ocean, okay. Nicht wichtig für uns. Ja gut, dann würde ich sagen, Leute, wir starten im nächsten Part wieder rein mit Cremia. Und ich guck mal kurz, warum wir hier so Soundbugs haben. Weil das war vorher irgendwie nicht so. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Ocarina of Time und Majora's Mask Combo Randomizer. Tschüssi, Leute.